Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die 233. Sitzung des Nationalrates für eröffnet erklären. Ich darf in unserer Mitte, wie traditionell auch üblich, den Herrn Bundespräsidenten recht herzlich begrüßen. Herr Bundespräsident im Hohen Haus. Ich grüße die gesamte Bundesregierung mit der Spitze, den Herrn Bundeskanzler. Ich darf den designierten Botschafter des Staates Israel in unserer Mitte begrüßen und alle Damen und Herren. Alle Damen und Herren der Medien, der Journalistik, unsere Besucherinnen und Besucher auf der Galerie und zu Hause an den Bildschirmen.